Die Wissenschaft steht heute, dass man eigentlich für jede neue Aufgabe, jede neue Fähigkeit, die man den Roboter beibringen möchte, immer Demonstrationen aufnehmen muss. Das heißt, wenn Sie den Roboter zu sich nach Hause nehmen, dann müssen Sie irgendwie 100 Mal vormachen, wie man eine Schublade aufmachen soll, zum Beispiel. Und das ist natürlich nicht sehr effizient. Unsere Forschung ist deswegen weiter, weil wir aus unstrukturierten Daten diese ganzen Aufgaben lernen können. Das heißt, wir sagen Leuten zum Beispiel, dass sie einfach mit einem Roboter spielen sollen, ohne bestimmte Aufgaben zu lösen. Und dann tun sie automatisch irgendwie die Schublade öffnen oder hier mit den Lichtern spielen. Und wir sagen nie den Roboter, dass irgendetwas davon eine bestimmte Aufgabe darstellt, sondern wir erlernen das automatisch. Und das kann man auch so zum Beispiel mit ChatGPT vergleichen. Also ChatGPT kann zum Beispiel einen Vorschlag für ein Abendessen-Menü machen, aber es kann noch nicht dieses Abendessen kochen. Und die Methoden, die wir hier entwickelt haben, die können sozusagen dann sagen, okay, erstmal geh in die Küche, hol das Mehl, hol die Eier, mische die Eier mit dem Mehl zusammen. Und es kann eine lange Sequenz von Teilaufgaben erstellen, die wir dann mit unseren Robotern erledigen können. Im internationalen Kontext bedeutet unsere Forschung, dass wir viel komplexere Aufgaben lösen können und betrachten. Und durch die natürliche Sprachanweisungen müssen die Roboter auch semantisch verstehen, wie jetzt auch jede Teillösung abgefahren werden kann. Und das Endziel unserer Forschung, ich glaube von den meisten Robotikforschern, ist die Generalisierung. Weil das ist das größte Hindernis, warum die allermeisten Roboter heutzutage immer noch in Laboren rumstehen und nicht im Haushalt.